Hallo Leute und willkommen zurück zu den Garden Buddies. Wir haben hier was zu quatschen mit unseren Leuten. Wir gucken mal, wer jetzt noch mit uns reden will. Gar keiner sehe ich gerade. Doch jetzt. Matzi will uns was sagen. Genau, stellt sicher, dass ihr auch immer genügend Wasser trinkt und dass ihr auch immer ein bisschen Waldbaden macht und durch die Gegend schlendert. Das tut nämlich eurer Seele gut und ihr müsst eure 8000 Schritte vollkriegen. Oder wenigstens ein paar tausend Leute. Ich werde immer noch da sein, wenn du zurückkommst. Das ist sehr gut. Gucken wir mal, was hier im Busch sich rumwirbelt. Oh nein, es kommt wieder ein Loading Screen. Ich hätte ein Thema vorbereiten sollen, mit dem ich lange über euch rede. Nee, nicht über euch, sondern mit euch rede. So rum. Soll ich euch erzählen, was ich als Weihnachtsessen vorbereite? Ich habe geplant. Wartet mal, da muss ich meine Liste mal nebenbei öffnen. Kann ja hier kurz mal raustappen. Wo ist es denn? Habe ich, glaube ich, auf dem Desktop gespeichert. Weihnachtsessen. So. Wartet. Mal spielen nebenbei auf. Und zwar habe ich geplant, vorher möchte ich sowas wie kleine Küchelsnacks machen. Also süße Snacks, wenn meine Eltern kommen zu Weihnachten zu uns, wenn alle dann da sind. Die werden ja wahrscheinlich so, keine Ahnung, 13, 14 Uhr schon kommen oder vielleicht sogar noch eher. Und wenn ihr den Vlog verfolgt habt, aber das ist ein älterer, ich glaube 123 ist es schon oder 124, da habe ich Blätterteigtaschen gemacht. Und vegan war das, kann man aber auch easy unvegan machen. Und man kann es auch viel einfacher machen, als ich hatte, denn ich habe aus unseren Äpfeln, die wir noch übrig hatten, Bratapfelmasse gemacht. Einfach die Äpfel mit in meinem Fall braunen Zucker und Zimt und so einem Schwupps Wasser in den Topf schmeißen. Das Ganze bei Gelegenheit immer wieder umrühren, damit es nicht anpappt oder anbrennt. Und ja, eine Weile warten. Zimt nach eurem Belieben, Zucker ebenso. Und dann habt ihr eine Bratapfelmasse. Ist voll lecker, einfach dort im Topf ein bisschen gluckern lassen. Dann macht ihr einen Vanillepudding oder mein Timer vibriert gerade. Oder ihr kauft euch einen im Laden, geht genauso gut. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich hatte solche Teigtaschenformen. Die sahen bei mir aus wie kleine Kürbisse und Äpfel und wie so eine Eichel. Für Weihnachten habe ich welche, die aussehen wie ein Weihnachtsbaum, ein Handschuh und ein Stern. Freue ich mich schon drauf. Da steche ich entsprechend aus dem Blätterteig aus. Und das kann man dann füllen, so wie Tortellini oder sowas. Kennt ihr das? Kennt ihr bestimmt. Und da habe ich dann das in diese Form gegeben. Habe die so ein bisschen den Blätterteig nass gemacht, damit er auch wieder zusammenklebt. Also nicht in die Form, sondern an den Kanten. Hab dann da Bratapfelmasse eingefüllt und also erst habe ich Vanillepudding und dann die Bratapfelmasse oben drauf. Hab dann dem Blätterteig die Decke des Blätterteigs oben drauf gegeben. Das war auch sehr schön, weil es so ein paar kleine Lücken und so hatte. Oder nach dem Backen man gesehen hat, dass die Füllung so durchscheint. Wisst ihr? Sah sehr schön aus. Wie schon gesagt, wer sich dafür interessiert, kann eben bei den Vlogs mal gucken. War ich sehr stolz drauf, weil ich nicht gedacht hätte, dass es so, es sah ja fast schon professionell gemacht aus. Das Ganze kann man dann entweder noch mit einem Zuckerguss übergießen oder mit Puderzucker bestreuen oder so. Wir haben es einfach so uns direkt in den Rachen geschoben. Hat auch sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Das plane ich auf jeden Fall zu machen. Dann hat Christian noch so ein paar Klassiker gekauft wie Dominosteine und Lebkuchen. Ich selber möchte noch gebrannte Mandeln machen. Einfach auch Mandeln, Schwupps Wasser und Zucker in die Pfanne. Ewig lange warten und immer wieder rühren. Vorsichtig sein, dass der Kram nicht anbrennt oder hier reindippst, denn das ja, sind Schmerzen aus der Hölle. Und dann die Mandeln so ummanteln und fertig sind eure gebrannten Mandeln. Jetzt muss ich überlegen, wie das Zeug heißt. Ja, genau. Die möchte ich selber machen. Die möchte ich aber auch zu Weihnachten verschenken und halt gleich einen Stapel mehr machen, damit es die dann zu knabbern beim Weihnachtszeug gibt. Christian und ich wollen zusammen auch nochmal Kekse backen. Freue ich mich auch schon drauf. Mal sehen, wann das wird. Und dann bin ich geinfluenced worden von Instagram. Da haben sie Grinch-Spieße gemacht. Das besteht daraus aus einer Weintraube. Das ist der Kopf vom Grinch. Oder die ist der Kopf vom Grinch.
Oben drüber haben sie aus Banane, so eine dünne Bananenscheibe, drauf gemacht und da oben drauf eine Erdbeere. Und da oben drauf so ein Mini-Marshmallow. Dadurch sieht es aus wie eine kleine Weihnachtsmütze. Super süß. Das soll quasi ja, die Snack-Palette werden, die wir dann haben. Ja, gesund, halb gesund, weil ja ein bisschen Obst dabei ist und halt aber auch kalorienreich. Die Hauptspeise wird dann sein, meine Mutter möchte selber Kartoffelsalat machen. Die ist sehr mäkelig, was verschiedene Essenssorten angeht und so. Und isst halt, ja, selten Sachen, die sie nie selber gemacht hat, so ungefähr. Und sie möchte Kartoffelsalat mitbringen und sie will auch noch Schnitzel mitbringen, weil der Kram, den wir machen werden, der wird auch vegan sein. Übrigens das mit den Bratäpfeln und so weiter, das ist auch alles vegan, weil ich das zum Beispiel den Pudding mit unserer selbstgemachten Mandelmilch oder sowas oder halt auch gekaufte Milch. Nein! Gartenbuddies reagiert nicht. Ich mach mal auf Antwort des Programms warten. Ich habe noch die Hoffnung, dass es noch was wird. Die Hauptspeise wird aber darin bestehen, dass es neben dem Kartoffelsalat und dem Schnitzel, was meine Mutter mitbringt, oder meine Eltern sind, die kommen ja beide, möchte ich einen Tortellini-Salat machen. Im aktuellen Vlog 126 zeige ich euch einen riesigen veganen Einkaufshaul, den ich gemacht habe online und stelle euch ein paar Produkte vor, falls ihr also mal Bock habt, bei veganen Sachen reinzuschnuppern und so ein paar Dinge braucht, bei denen ihr sagt, ja, alles, was ich vegan bis jetzt gekostet habe, hat halt scheiße geschmeckt, sagt mir mal, was gut ist. Dann könnt ihr ja da mal reingucken. Nach meinem Geschmack sind die Sachen sehr, sehr geil und vielleicht gefällt euch ja auch was davon. Auf jeden Fall mache ich einen Tortellini-Salat. Um Kalorien zu sparen, nehmen wir Joghurt statt Mayo oder wenn hauptsächlich Joghurt und nur ein Schwups Mayo. Aber erfahrungsgemäß, denn meine letzten Salate habe ich auch nur mit Joghurt gemacht, hat es niemand gemerkt. Oder alle waren nur höflich genug, es nicht anzusprechen. Keine Ahnung. Genau, und dort kommen noch rein so verschiedene Gemüsesachen wie Paprika, Gurke, Möhre, Brokkolisprossen möchte ich reinmachen und so ein paar Gewürzsachen und so weiter, kennt ihr ja. So dass es halt ein bunter Gemüsesalat wird. Dann möchte ich dazu noch machen einen Tomatensalat, der einfach easy aus Tomate und Zwiebeln und Feta besteht. Feta natürlich auch vegan. Wir haben, beziehungsweise ich habe online den besorgt, einmal von Better und einmal den von Simply V. Dann möchte ich einen Wikinger-Salat machen. Das ist so ein Rote-Bete-Salat, falls euch das was sagt oder eben nicht sagt. Ich hasse eigentlich Rote-Bete, aber ich habe sie mit diesem Wikinger-Salat echt lieben gelernt, muss ich sagen. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich mache den auch mit Joghurt, ein bisschen Apfel rein, Zwiebel, ein bisschen saure Gurke, Zitronensaft, Senf und Joghurt, wenn ich es nicht schon genannt habe, und ein paar Gewürze und sowas alles. Und ich finde den sehr, 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 sehr geil und entsprechend auch gesund wegen Roter Bete und so, ne? Und ist auch, ja, ein bisschen Zucker und Salz kann man zwar reinmachen, aber ich persönlich mache es entweder sehr selten oder sehr sparsam. Und dann muss ich kurz husten. Entschuldigung, da bin ich wieder. Und Christian und ich lieben einfach Weintrauben-Käsespieße. Können uns nicht halten, das lieben wir. Und die mache ich dann auch noch dazu. Muss ich mir mal kurz ordentlich wieder hinsetzen. Und das große Hauptding in der Mitte wird unser Weihnachtsbraten sein. Das ist ein Seitanbraten gefüllt mit Apfelnussfüllung. Ich bin super gespannt, ob das geil ist oder mega eklig. Es klingt erstmal geil, finde ich. Auf der anderen Seite dachte ich, Apfelnussfüllung, so, ich glaube, das soll irgendwas zimtig-orangenes auch, orangiges damit dabei sein. Dachte ich, wird das dann nicht so süß oder so? Bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, es wird geil. Und zur Not, ja, sind ja noch genügend anderer Salatkram oder sonst irgendwas da, beziehungsweise ganz zur Not sollte es wirklich sein, was ich nicht glaube. Ich habe auch sehr viele, positive Bewertungen auf unterschiedlichsten Seiten dazu gefunden, die natürlich alle gefaked sein können. Ich weiß, Leute, ich weiß. Ich warte immer noch auf Antwort des Programms. Wir können es ja gleich mal abbrechen. Ich habe aber noch die Hoffnung, dass es irgendwie klappen könnte. Ich habe positive Bewertungen zu diesem Braten gesehen und ich mag diese Idee. Bei manchen von euch ist das vielleicht normal bei Weihnachtsessen, dass es so einen fetten Braten, so eine Gans oder Truthahn oder
keine Ahnung, was es sonst noch so zu Weihnachten in der Mitte gibt. Das war bei uns nie so. Bei uns gab es an Weihnachten halt immer Schnitzel und Würstchen oder sowas. Und dann irgendwie Kartoffelsalat und Nudelsalat dazu. Sowas, was manche von euch eher wahrscheinlich an Silvester so kennen vom Menüplan. Und ich fand halt diese Idee mit diesem fetten Braten irgendwie geil. Und deshalb machen wir den. Dann gibt es auch eine Soße dazu. Theoretisch gibt's, achso, der Braten ist von Herbivore. Falls ihr euch den auch mal angucken wollt. Da gibt's auch eigentlich eine Bratensoße dazu. Aber die war ausverkauft. Die gab's irgendwie überhaupt nicht irgendwo zu finden. Und dann habe ich gedacht, naja, zur Not mache ich halt selber eine Bratensoße. Das ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Die Zutaten entsprechend haben wir dann alle da. Und dann zaubern wir das daraus. Ja. Genau. Und das wird dann unser Weihnachtsessen. Von den Sachen bloß nicht zu viel machen, damit wir nicht wieder 15 Wochen davon essen. Bis zum nächsten Weihnachten so ungefähr. Falls ihr die Produkte, die ich genannt habe, nochmal im Detail sehen wollt, weil ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie die Marke der Tortellini ist. Ich weiß, es gibt sehr, sehr geile Tortellini mit Gemüse oder Spinat- und Ricotta-Füllung und was war denn das dritte? Käse, glaube ich. Käsefüllung im DM. Die sind auch alle trocken, sind ewig haltbar dieses Jahr und nächstes Jahr noch. Also ewig und 3 Tage haltbar, dadurch, dass sie trocken sind. Und ihr müsst sie einfach nur, ich glaube, 20 Minuten ins Wasser schmeißen und die sind super lecker. Haben Christian und ich schon mehrmals gegessen und verwendet einfach so zum Mittag mit einer Tomatensauce oder Käsesoße. Oder ihr haut sie in einen Auflauf oder in den Salat. Sind super geil. Ich habe aber welche bestellt von... Also der Versandservice ist Velivery, früher Fantastic Foods, falls euch das was sagt. Und hatte noch eins vorher, noch einen ganz anderen Namen, den habe ich jetzt aber leider vergessen, ist aber auch schon Jahre her, ist egal. Da habe ich jetzt andere Tortellini auch nochmal mit dazu bestellt. Eine sind mit Steinpilzfüllung, da wollte ich uns eine Steinpilzpfanne oder eine Pilzpfanne den einen Tag noch machen, mit so einer Sahnesoße dazu. Also jetzt vor Weihnachten, jetzt nicht an Weihnachten, ne? Und eine sind mit Gemüsefüllung, weil meine Mutter isst halt überhaupt keine Pilze. Und deswegen wollte ich die Tortellini dann halt mit reiner Gemüsefüllung nehmen. Ja, genau. Und in unserem Einkaufshall oder in meinem Online-Bestellhall sind halt sehr, sehr viele Alternativen, zum Beispiel zu Chicken drin oder zu Hühnchenfilet, Nuggets, Fischstäbchenkram und so weiter. Natürlich, bevor jetzt alle Leute sagen, um Gottes Willen, diese ganze... stark verarbeitete Scheiße, kannst du dir doch nicht reinziehen, da lebst du doch mega ungesund, das ist richtig. Das sind ja aber auch nicht unsere Hauptnahrungsprodukte. Muss mich mal kurz wieder ordentlich hinsetzen. Sondern unsere Hauptnahrung besteht ja eigentlich aus Gemüse. Und dann halt sowas wie Reis oder Kartoffeln so als Beilage und dann so ein Fleischding oder sowas. Ich mag es zum Beispiel sehr, einen großen Salat zu essen aus Salatblättern oder Feldsalat mit Paprika, Tomate, Gurke und es sind so meine Go-To-Sachen. Und da oben drauf dann so ein paar vegane Hähnchendinger geschmissen, finde ich super geil. Also Mais, Kidneybohnen am besten noch dazu, sodass natürlich der Salat und das Gemüse oder das Obst entsprechend den Hauptanteil einnimmt und ich nenne es jetzt mal die Fleischbeilage, die Ergänzung dann ist. Ja. Ja, liebe Leute, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Ich schließe mal das Programm mit den Gartenbuddies. Wir probieren es nochmal. Ich hoffe, dass er jetzt so ein bisschen gespeichert hat, wo wir vielleicht stehen geblieben sind. Ihr hört schon den Ton. Ich muss das hier gerade noch ein... Jam Picture. Da seht ihr es jetzt, okay. Story Mode hier. Hallo? Der sieht ja unbegeistert aus. Bitte tu mir nicht weh. Aspen. Okay. Was? Mach dir keine Sorgen, Kid. Ich würde nicht mal einer Fliege was zuleide tun. Warum siehst du dann so wütend aus? Das ist einfach nur mein Gesicht. Oh, das ist wie bei mir. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier voll falsch gedeutet habe. Ah, kein Problem, Kid.
Das passiert mir ziemlich oft. Ich habe nämlich voll das Resting Bitch Face. Aber das ist halt einfach die Art, wie ich es liebe, mich auszudrücken. Warte. Das ist ziemlich beeindruckende Handarbeit oder Handwerksarbeit, die ihr hier gemacht habt. Wie habt ihr das gemacht? Ah, dankeschön. Wir haben einfach die ganze Zeit die Blumen gesammelt und haben sie meinem menschlichen Freund hier drüben gegeben und der hat das dann alles zusammengebaut. Ja, das macht Sinn. Das sieht ziemlich beeindruckend aus. Dieser Platz hier sieht aus, als könnte man hier cool leben. Das ist ziemlich nett. Ich bin normalerweise kein großer Fan vom Sonnenlicht, aber dieser sonnige Platz hier sieht gut aus und fühlt sich ziemlich nett an. Was ist das für eine Abkürzung? Kenne ich gar nicht. Oder ist das Ikr? Wirklich? Ich liebe es hier. Du kannst auch hierbleiben, wenn du willst. Wir schmeißen eine kleine Party mit ein paar Freunden. Hast du Bock, auch vorbeizukommen? Wow, das ist krank. Welche Musik spielt ihr denn? Ein bisschen was von My Botanical Romance? Oh Gott. Paraspore, New Orchid. Ich habe keine Ahnung von all diesen Bands, aber die Namen klingen ziemlich cool. Aber nee, eigentlich nicht. Wir machen nur so ein paar lockere Tanzdinger. Was? Du kennst nicht mal Botanical Romance? Nicht mal Green Hay? Oh Gott. Welcher arme Mensch hat sich denn diese Dinge aussuchen müssen? Nein? Sind sie gut? Das solltest du lieber, davon überzeugt sein, Junge. Kid, meine ich. Ich habe sogar meine Gitarre mitgebracht. Ich habe zwar keine Arme, um Gitarre zu spielen, aber ich habe sie trotzdem dabei. Ich kann dir was vorspielen. Mein Name ist übrigens Aspen. Und wie ist deiner, mein Freund? Ich bin Matzi. Und du kannst wirklich Gitarre spielen? Ohne Arme? Setz dich hin und lerne, Kid. Lass mich dir einen Song vorspielen, der heißt Lonely Acorn on the Ground. Okay, gucken wir uns mal mit Aspen die Rockmusik an. Ah, okay, Guitar Hero quasi. Wir können entweder ASDF nehmen oder die Maustaste. Okay, nehmen die Maustaste, weil ich so schön auf meinem linken Arm chille. Das ist tatsächlich voll schwer. Mama, das will ich nochmal probieren. Das war ja ziemlich scheiße von mir. ASDF. Ja. Hab ich. Gut. Wir rocken. Ich muss doch das drücken, wenn's kommt. Okay. Und wir konzentrieren, Leute. Meow.
Okay, das reicht. Das hat mir gerade überraschend viel Konzentration abgefordert. Hast du das gehört? Das war super! Ich wusste nicht mal, dass es egal ist, laute Musik zu machen. Und hast du schon gesehen, wie der Garten jetzt aussieht? Er fängt an, so schön auszusehen. Und ich liebe es, wie einfach liebevoll und nett alle und süß alle zusammen hier sind. Ich habe wirklich eine wunderschöne Zeit mit dir. Ich würde nicht rocken wollen und auch nicht bauen und auch nicht tanzen mit irgendjemand anderem. Ich hoffe, dass du dich auch genauso gut fühlst. Ich fühle mich ein bisschen gestresst von all den ganzen Sachen hier. Also ich finde, wir sollten eine kleine Übung machen, wo wir uns auf unsere Umgebung konzentrieren. Ah, die kenne ich sogar aus meiner Burnout-Zeit. Diese Technik wird die 54321-Technik genannt. Und es hilft mir wirklich, mich selbst wieder auf den Boden zurückzubringen und mich zu beruhigen. Für diese Technik benenne ich 5 Sachen, die ich sehen kann, 4, die ich fühlen kann, 3, die ich hören kann, 2, die ich riechen kann und 1, die ich schmecken kann. Okay, lass es uns versuchen. Wenn ich um mich herum schaue, kann ich einen wunderschönen Himmel sehen, ein Grasfeld, einen Stein, einen großartigen Freund und eine wunderschöne Blume. Ich kann das Gras an meinen Füßchen fühlen, kann den Wind an meinem Blatt schuckeln spüren, mein kleiner Stamm, der hin und her bobbelt, und ich kann den Schweiß auf meiner Stirn spüren. Ich höre, wie der Wind pustet, wie die Blätter rascheln und wie ein paar Vögelchen rumchirpen. Ich rieche den leichten Geruch von nassem Gras und von einer frisch erblühten Tulpe. Und ich kann schmecken den Geschmack meines süßen Apfelschweißes von dem ganzen Headbanging. Was kannst du momentan sehen, fühlen, hören, riechen und schmecken? Du kannst es mir laut sagen, wenn du möchtest. Okay, Leute. Ich möchte mich wieder ordentlich hinsetzen. Ich sehe direkt vor mir unseren kleinen Apfelfreund. Ich sehe außerdem den ganzen Schnee aus dem Fenster, der draußen herumliegt. Und dabei sehe ich auch, dass der Himmel dunkel wird. Nebenbei höre ich, dass unsere Türklingel geht. Ich hoffe, dass Christian die Tür aufmacht. Ich sehe neben mir noch eine Kanne mit Wasser. Wobei ich merke, dass ich auch mal wieder was trinken müsste. Ihr natürlich auch. Und ich sehe eine Bubblegum-Limo, die ich von Christian zum Nikolaus geschenkt bekommen habe. Die ich noch nicht aufgemacht habe, weil ich mir die für einen Special Moment aufheben wollte. Okay. Hier Sachen, die ich fühle. Ich fühle, dass mir ein bisschen kalt langsam wird und ich mir vielleicht einen Pulli überziehen sollte. Ich fühle an meinen Füßen die warme und weiche Flocke, die da ist. Dann kommt gerade Christian auch noch rein. Ah, das war der Postmann anscheinend, der ein Weihnachtsgeschenk gebracht hat. Deswegen ist schon gut, dass das nicht offen ist. Was fühlen wir denn noch? Ich fühle meine Gummischneidematte, die ich hier an meinem Platz unter meiner Tastatur habe. Und wenn ich ganz nah ins Mikro rangehe, fühle ich auch noch diese weiche Popschutzsache, die dort außen rum ist, damit ich euch nicht ins Ohr poppe. Was hören wir? Hatten wir ja gerade schon. Die Türklingel haben wir gehört. Ich höre diese echt süße, entspannende Musik hier aus dem Spiel. Und ich höre Lockes leichtes Schnarchen manchmal. Ja. Was rieche ich? Ich habe gekauft von Fibres ist das, so ein Duftstecker. Der riecht nach Apfel und Zimt. Und das ganze Obergeschoss. Ich habe es eigentlich ins Bad gemacht. Hier oben ins Bad. Und das ganze Obergeschoss. Riecht danach. Und ich habe eine heiße Schokolade
weil ich heute mal wieder richtig Bock auf sowas hatte. Die schnuppert man auch noch so ein bisschen nebenbei. Und was kann ich schmecken? Den Dominostein, den ich mir erst noch reingezogen habe. Das war schon 25 Minuten her, aber er klemmt noch in meinen riesigen Zahnlücken. Nenn das nicht, aber es ist noch ein bisschen der Schokogeschmack davon da. Falls ihr Bock habt, könnt ihr bei sowas natürlich immer wieder gern mitmachen. Indem du dich auf deine Sinne fokussierst, fokussierst du dich viel weniger auf Stress und das ganze Chaos und dafür aber viel mehr auf dich selbst und den Moment um dich herum, auf die Gegenwart. Ich mag das sehr gern, das als Übung zu machen, weil ich manchmal ziemlich ängstlich werde. Geht mir halt genauso. Das und der Stress waren damals auch der Grund, als ich angefangen habe, das zu machen, beziehungsweise meine psychologische Unterstützung mir empfohlen hat, das zu machen. Na dann, lass uns den Tag für heute abschließen. Aber zuerst lass uns eine kleine Atemübung machen, um unserem Gehirn eine kleine Pause zu geben. Liebe Leute, wir gehen wieder alle in eine schöne Position zum Entspannen und atmen tief ein. Halten das Ganze und atmen aus. Wir atmen wieder ein. Das schön innehalten mit unserem weit aufgeblähten Brustkorb oder Bauch und atmen aus. Und nochmal ganz tief ein. Inhalten und wieder raus damit. Damit ist unsere kleine Nacht wieder vorbei. Tag 4. Bevor wir mit unserem kleinen Apfelfreund reden, liebe Leute, sind ja schon bei 27 Minuten angekommen, schlage ich vor, dass wir eine kleine Aufnahmepause machen und wir sehen uns übermorgen wieder. Ich brauche nämlich auch dringend neues Wasser. Mein Hals klingt furchtbar, hört ihr ja selber gerade. Bis übermorgen. Bye bye.